Ja, jetzt wollen wir uns bei Horsch Live mit Technik beschäftigen. Willkommen zurück hier im Horsch Live Studio. Der nächste Part geht um Sähtechnik, genauer um unsere Bronto DC. Es ist Universaldrilltechnik, so nennen wir das im Hause. Haben wir in 2004 auf den Markt gebracht und besticht, denke ich, durch verschiedene Punkte. Zum einen natürlich hohe Arbeitsgeschwindigkeiten für Flächenleistung. Auf der anderen Seite bei dieser hohen Arbeitsgeschwindigkeit auch sehr, sehr hohe Präzision, was die Saatguteinbettung und die Tiefenführung des Ganzen betrifft. Und ich denke, das sind die wichtigsten Punkte neben Leichtzügigkeit für die Bronto DC. Jetzt haben wir die Technik dieses Jahr geupdatet. Das heißt, wir haben uns mit vielen Details beschäftigt, mit vielen Ausstattungsmerkmalen beschäftigt und genau das wollen wir uns näher anschauen. Das hat für uns mein Kollege Kai-Christian Schramm gemacht. Kai ist bei uns im Sales Support beschäftigt und eben dort der Spezialist für die Universal-Sähtechnik und ich denke deswegen auch der absolut Richtige, um uns die Neuerungen an der Bronto vorzustellen. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Die Horsch Bronto ist bekannt für eine präzise Aussaat bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten mit bis zu 20 km/h. Die Saatbeetbereitung erfolgt durch das Scheibenfeld. Die Rückverfestigung durch den auf die Sähschare abgestimmten Reifenpacker bilden die Basis für das seit Jahren am Markt etablierte Horsch Bronto Prinzip. Die Frage ist, warum haben wir jetzt diese Maschinen überarbeitet? Was ist neu? Was kommt hinzu? Und das werde ich jetzt Ihnen erläutern. Mein Name ist Kai-Christian Schramm. Ich bin im Produktmarketing verantwortlich für den Bereich Sähtechnik. Das Ziel bei einem Update liegt grundsätzlich darin, ein Produkt zu erweitern, zu verbessern, um beispielsweise mehr Flexibilität und Nutzen für die Kunden zu generieren. Hiermit reagieren wir auf die Anforderungen aus dem Markt, was die Landwirte an uns herangetragen haben, was wir doch verändern oder ergänzen sollen. Zunächst einmal war es sehr schwer, ein erfolgreiches Produkt wie die Bronto noch weiter zu verbessern, beziehungsweise ein Update dafür zu machen. Wir wollen die Funktionalität nicht grundsätzlich verändern, da das Produkt in allen Bereichen extrem rund ist. Die Funktion, das Gewichtsverhältnis, das passt alles super zusammen. Das war eben sehr schwierig so, das Original zu toppen. Wenn man die Geschichte der Bronto betrachtet, seit der ersten Vorstellung Anfang der 2000er Jahre, hat sich die Maschine kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Ausstattungen, neue Optionen, mehr Vielfalt für den Kunden, die Anpassung an verschiedenste Bedingungen, war hier immer das Ziel. Wie auch beispielsweise im Jahr 2019 die Einführung des Doppelscheibenschafts Turbo Disc der dritten Generation, wo wir eben zwei Punkte mit aufgenommen haben. Zum einen wollten wir die Tiefenfertigung im eigenen Haus weiter ausbauen, zum anderen die Vorteile der ersten und zweiten Generation zusammenfügen. Das Doppelscheibenschaft formt die Sähfurche vor, legt das Saatgut präzise ab und die Tiefenführungsrolle drückt nochmal Erde an. Der Abstreifer sowie der große Raum im Inneren der zwei Scheiben garantieren ein hohes Maß an Selbstreinigung, was die Aussaat unter feuchten Bedingungen verbessert, weil wir hier eben ein verlängertes Einsatzfenster generieren können. Bei den Arbeitswerkzeugen, sprich beim Scheibenfeld und beim Reifenpacker, sind wir uns sehr sicher, dass sie richtig angeordnet sind. Dies widerspiegeln uns die Erfahrungen aus der Praxis, wie beispielsweise auch die eingefangenen Stimmen bei der Horsch Experience Tour im letzten Herbst. Am Reifenpacker haben wir nur bei der Bronto 60C etwas geändert. Dieser wurde um 2 Zoll auf 18 Zoll vergrößert. Dies hat zwei Hintergründe. Zum einen, dass wir die Zulassung mit 40 km/h laut EU-Norm gewährleisten können. Zum anderen aus ackerbaulicher Sicht, dass wir auf Grenzstandorten etwas mehr Luft bekommen, um hier ein längeres Aussaatfenster zu generieren. Das neue Tankdesign der Bronto 3 bis 6DC ist kaum zu übersehen. Abgesehen von der ansprechenden Optik wurde hier vor allem auf das Thema Bedienerfreundlichkeit und optimiertes Befüllen der Fokus gesetzt. Das oben im Tank integrierte Gebläse hat den Vorteil, so wird der Anteil angesaugtem Staub reduziert und eine längere Haltbarkeit geschaffen. Der optionale Ölkühler ist zu empfehlen beim Einsatz mit Dünger. Die angesaugte Luft wird um 2 bis 3 Grad Celsius erhöht. Dies vermeidet das Verkleben von Dünger bei hoher Luftfeuchtigkeit, beispielsweise am Morgen bei Tau oder wenn es abends etwas anzieht. Die neuen Abdrehkassetten bei Doppeltank- und Doppeltormaschinen erleichtern das Kalibrieren der Maschine und vermeiden Restsaatgut im Pneumatiksystem durch die direkte Anbindung des Abdrehsacks unter der Dosiereinheit.
Die Maschinen besitzen einen durchgängigen Tankdeckel, welcher ganz einfach mit einem Hebel geöffnet und verriegelt werden kann. Die Doppeltanks besitzen klappbare Tankgitter, wo man ganz einfach Sackware und andere Komponenten mitführen kann. Wenn ich doch mal irgendwas im Tank habe, kann ich sie hochklappen und kann ganz einfach reinsteigen. Bei der Bronto 6DC haben wir eine weitere Neuheit integriert. Hier kann man ganz einfach durch das Umstecken eines Bolzens in ausgeklapptem Zustand nur eine Seite hochklappen, was den Vorteil hat, dass wir eben hier beim Rangieren und Befüllen mit Big Packs mehr Platz haben und einen nicht so großen Teleskoplader benötigen. Der Einzeltank der Bronto 6DC besitzt ein Volumen von 4000 Liter. Das sind 500 Liter mehr als in der Vergangenheit. Beim Doppeltank PPF, dieser wurde dahingehend verändert, dass der Verteilerturm des PPF-Systems nun hinter den Tank gewandert ist. Dies hat den Vorteil, dass wir eben hier eine bessere Zugänglichkeit haben und haben zusätzlich nochmal etwas Platz im Inneren des 5000 Liter Tanks geschaffen. Bei allen neuen Drucktankmaschinen, sprich Doppeltankmaschinen, haben wir jetzt einen Absperrschieber, falls man doch mal den falschen Rotor ausgewählt hat, dass man den Absperrschieber ganz einfach einstecken kann, Rotor wechselt und den Schieber wieder rauszieht. Dies wird auch für andere Baureihen wie unsere Partner Focus-Baureihe, Express-Baureihe in Serie eingepflegt werden. Bei der Mini-Drill-Ausstattung bietet Horsch zwei Varianten an. Einmal die Mini-Drill G&F, sprich als dritter Tank für Saatgut oder andere Komponenten. So kann man beispielsweise bei der Rapsaussaat die Schlagkraft fast verdoppeln. 400 Liter Raps in der Mini-Drill, 5000 Liter Dünger. So reduziert man Befüllstopps und gewinnt wertvolle Säzeit. Die zweite Variante ist die Mini-Drill PPF. Hier besitzt die Mini-Drill ein eigenes Gebläse, eine eigene Pneumatik mit Verteilerturm und hinten Prallteller zwischen den Säscharen. Diese werden oft genutzt für die Ausbringung von Mikrogranulaten, von anderen Düngerkomponenten, aber auch beispielsweise von Schneckenkorn, wie in diesem sehr nassen Jahr. Aber ich kann die Mini-Drill PPF auch nutzen für das Ausbringen von feinsämereien Untersaaten. Besonders beim Thema Zwischenfrüchte ist die Ausstattung Pronto DC mit Doppeltank PPF und Mini-Drill PPF sehr interessant. So kann ich beispielsweise Ackerbohnen tief über die PPF-Scheiben der Maschine ausbringen, über die Turbodisk-Säschare wicken auf den optimalen Sähhorizont und eben hinten über die Prallteller der Mini-Drill PPF Gräser oder Klee. So können drei Komponenten auf drei Sähhorizonte präzise abgelegt werden, dass jedes Saatgut auf dem optimalen Sähhorizont liegt und ein perfektes Wurzelwachstum beginnen kann. Auch die Elektronik und das Bedienkonzept wurden auf das nächste Level gebracht. So wurde die Bedieneroberfläche individualisierbar und für Touch-Displays optimiert. Des Weiteren ermöglicht es für die Zukunft eine hohe Zahl an Komponenten und an Sektionen. Bewährte Standards am Markt, wie das Arbeiten mit Section Control, Variable Rate und Applikationskarten sind hier serienmäßig anwendbar. Gerade beim Thema Section Control haben wir etwas ganz Besonderes. Der optionale Row Control Verteilerturm hebt das Level von Section Control auf ein ganz anderes Niveau. Aber der Verteilerturm kann mehr als nur Section Control. Er kann eine mögliche Einzelreihenabschaltung bis zur letzten Reihe. Er besitzt frei wählbare Fahrgassen und frei einstellbare Reihenabstände. So kann man ganz einfach von 15 auf 30 oder 45 cm verändern. Diese Funktionen sind alle möglich, da der Verteilerturm den Luft- und Saatgutstrom trennen kann und so eben keine Auswirkungen auf die Querverteilung auftreten. Die Section-Control-Möglichkeiten bis hin zur Einzelreihenabschaltung bis zur letzten Reihe ermöglichen das Einsparen von Dünger und Saatgut. Durch das Vermeiden von Doppelbelegungen am Vorgewende, an Hindernissen oder an Keilen generieren wir eine bessere Einzelpflanzenentwicklung und reduzieren den Krankheitsdruck in diesem Bereich. Das Vermeiden von Überlappungen reduziert zusätzlich den Düngeraufwand für die Umwelt als auch für den Geldbeutel des Landwirts. Das optionale WorkLight Pro setzt sich aus verstellbaren LED-Scheinwerfern rund um die Maschine zusammen. Ein Scheinwerfer auf die Dosiereinheit gerichtet, falls man bei später schon noch abdrehen muss, dass man hier eine gewisse Sicherheit hat. Die restlichen Scheinwerfer sind hinten oben im Tank integriert, dass man hier bei der Aussaat zu später Stunde eine beste Sicht hat, was passiert hinter meiner Maschine. Aber wir ruhen uns in der Entwicklung natürlich nicht aus. Weitere Zusatzoptionen
wie Halbseitenabschaltung bei der Bronto 3 und 4DC werden folgen, genauso wie das bekannte Power Disc Sasher in Kombination mit Schwerstriegel, aber auch Neuerungen wie eine Befüllschnecke für den Doppeltank werden für 2023 verfügbar sein. Der Startschuss für die Überarbeitung der Bronto 7, 8 und 9DC ist im Herbst diesen Jahres bereits gefallen. Wir planen die Serieneinführung für das Jahr 2024. Hier werden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, was passiert. Es bleibt also spannend. Ja, Kai, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo Michael. Ja, zur neuen Bronto haben wir ein paar Fragen bekommen. Zum einen geht es nochmal um das Thema Dünger und Mikrogranulat. Wir haben ja in der Maschine gesehen, so eine Dreitankmaschine. Was habe ich denn unterm Strich alles an Möglichkeiten, Dünger mitzunehmen, Mikrogranulate mitzunehmen oder vielleicht auch verschiedene Saatgüter? Sie haben zum einen jetzt neu die Mini-Drill in der Front mit 400 Liter Volumen, wo sich ideal eignet fürs Mitführen von Mikrogranulaten, wo wir jetzt auch neu unser Feindosierer-Kit mit auf den Markt gebracht haben. Haben wir jetzt die letzten zwei Jahre viel getestet, viel gemacht, dass wir eben hier Mikrogranulate von einem halben Kilogramm bis zu 60 Kilogramm ungefähr mit ausbringen können mit unserem Standard-Dosiergerät, wo wir hier auch für andere Kulturen dann flexibel die Tanks gestalten können und dann eben im Heck mit den Doppeltank-Varianten nochmal 5000 Liter zusätzlich mit der Aufteilung 60-40, wo ich eben entweder alles ins Saatgut mit einführen kann oder eben mit dem Doppeltank PPF noch auf einen zweiten Horizont circa oder bis zu 10 cm unter die Sättiefe oder Saatgutablage Dünger ablegen kann. Mhm. Ja, schauen wir noch ein bisschen rein. Teilflächenspezifisch, das begleitet uns heute so ein bisschen über den Tag hinweg schon. Was haben wir denn bei der Bronto für Möglichkeiten, teilflächenspezifisch zu reagieren? Bei der Bronto haben wir, was dies betrifft, eigentlich alle Möglichkeiten. Wir können hier mit Applikationskarten arbeiten. Das ist immer abhängig vom Terminal, vom Traktor. Je nachdem sind alle gängigen Dateiformate möglich. Bei der 6-Meter-Maschine beispielsweise mit Einzelturm über 6-Meter Applikationskarte zu fahren oder eben mit Doppelturm können wir auch auf 3-Meter-Sektionen runterbrechen, wo wir zum Beispiel sagen können, wir können mit der linken Halbseite 100 Kilo ausbringen, mit der rechten Seite 110 Kilo, sind also hier komplett flexibel. Ist das ein Thema, wo du merkst, dass sich das vorwärts entwickelt draußen in der Praxis? Gibt es da mehr Anfragen in die Richtung? Thema Applikationskarten nimmt die letzten Jahre definitiv zu. Wir haben immer mehr Anfragen nach Kombinationsmöglichkeiten, nach funktionieren meine Dateiformate damit, aber hier ist ganz klar zu sagen, dass es immer auch auf die Kultur ankommt, auf die Sorte ankommt und eben auf die Erfahrungen vom Landwirt, wie gut kennt er seinen Boden, um eben hier das mögliche Ertragspotenzial auszuschöpfen. Scheibenfeld, wir haben ja in der Maschine gesehen, das normale, Anführungszeichen, normale Kurzscheibenmeckenfeld drinnen. Gibt es da noch Alternativen, um vielleicht ein bisschen flacher arbeiten zu können? Hier haben wir noch zusätzlich weitere Optionen. Wir können hier wie bei unseren Joker-Scheibenägen die Cover Crush Discs mit einbauen, dass wir eben flach Boden bearbeiten und noch mehr Feinerde produzieren. Wir können dann auch noch wie bei unserer Bronto NT gerade Schneidscheiben mit unterbringen, dass man eben sagt, ich locke nur meinen Sähschlitz direkt vor dem Sähschar. Und als dritte Option gibt es noch ein Garzinkenfeld, sehr beliebt bei unseren, ich nenne es mal, Betriebskollegen aus dem ökologischen Landbau, die eben hier nur flach schneiden wollen und nur minimale Bodenbewegung haben wollen. Jetzt haben wir im Video gehört, wenn es um unterschiedliche Reihenabstände geht, habe ich die Möglichkeit, das entweder über Row Control abzudecken. Gibt es eine andere Möglichkeit, um vielleicht von 15 auf 30 schalten zu können? Genau, hier haben wir kleine Y-Stücke, die wir auch schon beim Fokus mit verbauen, je nach Reihenabstand, wo ich eben hinten am Sascher zwei Sash-Läuche zusammenführen kann. Gibt es auch für, je nach Kultur verschiedene Ansätze, dass ich eben hier zwischen Feinsämereien oder eben für beispielsweise Soja verschiedene Y-Stücke habe, dass ich eben auch keine Querverteilungsverluste habe und eben die überschüssige Luft entweichen kann. Mhm. Doppelscheibenschau, du hast gesagt, da haben wir den TurboDisc 3, also sprich die dritte Generation des Doppelscheibenschaus drinnen. Was sind denn da die besonderen Stärken dran? Beim TurboDisc 3 Sähschau haben wir das Fallrohr vom Saatgut vor dem Lager positioniert. Sprich, wir haben im Schaarinneren sehr viel Raum, wo sich, wenn Erde reinkommt, sich bewegen kann, was für eine sehr gute Selbstreinigung führt. Besonders in diesem sehr nassen Herbst, wie dieses Jahr, haben wir das sehr gut, haben wir festgestellt, dass eben die Maschinen mit TurboDisc 3 Sascha sehr lange fahren können unter nassen Bedingungen. Dann der bewegliche Abstreifer hinten bewegt sich auch nochmal hoch und runter, zerkleinert so eben nochmal etwas Erde, wenn sie ins Schaars, in das Innere des Schaars kommt
und haben eben so auch hier eine gute Selbstreinigung. Die Kombination von beidem macht hier so, glaube ich, den großen Vorteil aus, dass wir eben hier sehr lange arbeiten können unter sehr nassen Bedingungen. Stichwort Uniformer, was sollte man dazu wissen? Beim Uniformer im Prinzip dieser kleine Gummilappen hinten am Sash, aber das Saatgut nochmal fixiert. Gerade wenn ich mit Feinsämmereien arbeite oder ein bisschen zu viel Luft im Gebläsestrom habe, dass eben das Saatgut nicht rechts und links in der Reihe verspringt, sondern nochmal fixiert wird, angedrückt wird und eventuell bei, sag mal, falscher Gebläsedrehzahl, wenn ich Häufchenbildung habe, die Saatkörner noch ein bisschen auseinanderzieht. Ja, wenn man bei der Bronto an das neue Bedienkonzept denken. Das heißt, wir haben dort Thema für Touchscreen-Optimierung gemacht. Was sind noch weitere Punkte, die ich da einfach positiv als Nutzer sehen kann? Je nach Maschine, je nach Ausstattung, beispielsweise Einzeltank, Doppeltank oder mit Mini-Drill mit drei Tanks, habe ich hier eine unterschiedliche Anzeige, die ich aber für mich immer individuell einstellen kann. Sprich, ich kann die Punkte in der Benutzermaske, in der Hauptmaske so darstellen, wenn ich ihm sage, ich möchte Gebläsedrehzahl, ich möchte meine Drehzahl des Dosierers, ich möchte beispielsweise an der Seite meine Vorauflaufmarkierer, meine Spuranreißer oder eben auch die Möglichkeit, über einen Delta-Step meine Saatstärke automatisch nach oben oder nach unten zu korrigieren. Wo ich eben hier sage, ich bin komplett individuell meine Benutzeroberfläche so anpassen, wie ich sie möchte, was für mich eben wichtig ist, wo ich sage, das benutze ich oft. Arbeitsgeschwindigkeiten, wir schreiben ja oft bis 20 km/h, was natürlich auch grundsätzlich möglich ist. Was sind deine Erfahrungen? Was wird denn realistisch in der Praxis tatsächlich gefahren? Ich denke, bei 20 km/h brauche ich ein sehr gutes Saatbeet, brauche dementsprechend einen Traktor, dass ich eben hier sicher und präzise drillen kann. So aus der Praxis raus, irgendwo zwischen 12 und 16 km/h sind so das, wo die Pronto-Kunden damit fahren. Und da eben auch, ich sag mal, jetzt bei uns hier in Süddeutschland, Bayern, wenn es recht hügelig wird, vielleicht auch mal nur 10 bis 12, wenn wir Richtung Ost-Norddeutschland gehen, wo es eher flach ist, da sind 15 km/h eigentlich Standard, dass ich eben eine sehr hohe Flächenleistung habe. Ja, ihr seht schon, das ist ein Produkt, das sehr, sehr vielseitig ist von der Anwendung her, das denke ich auch in vielen Details sehr, sehr stark durchdacht ist, um eben am Ende maximale Flächenleistung zu generieren, hohe Präzision und vor allem eine große Vielseitigkeit zu bieten. Kai, vielen Dank für die kurze Darstellung der Bronto. Ja, und wir sind mit dem Teil durch für Horst Live. Wir machen natürlich gleich im Anschluss wieder weiter mit unseren nächsten Beiträgen. Dankeschön.